Wir heißen Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Manni Breukmann und das ist Frank Buschmann. Heute Pokalfinale. Spannung bis zum Ende. Heute heißt es Colchester United gegen Sheffield United. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Erfolgreicher Zweikampf. Keine Rangelei um den Ball. Der Schiedsrichter gibt zu bedenken, so fangen wir hier erst gar nicht an. Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Vielleicht war hier der Spielaufbau einfach einen Tick zu berechtig. Jedenfalls steht am Ende der Ballverlust. Tony, das macht Mund! Und auf der Linie gerettet. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus.
Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Einwurf. Ja, es gibt einen Wurf. Flanke fliegt in den 16er. Ein klassischer Lattentreffer. Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Tor. Aber diese Vorarbeit, da hat er den Blick für den freien Mann. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Könnte was werden. Jetzt zieht er ab. Ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Also das hatten sich wohl viele Experten hier ganz anders vorgestellt. Sie haben ja nicht nur diesen Treffer erzielt, sondern sich dazu ja auch noch eine ganze Reihe weiterer Chancen erspielt. Und von einem Spiel auf Augenhöhe, das wir ja erwartet haben, kann hier überhaupt keine Rede sein. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Ein Unentschieden in der Halbzeitpause. 1:1 steht es hier. Ja, das war ein Tor, das die heimischen Fans verstummen lässt. Der Ausgleich durch den Gegner kurz vor der Halbzeitpause. Das wird der Trainer in der Kabine garantiert thematisieren. Da bringen sie sich in den letzten Minuten der ersten Hälfte um die Früchte ihrer Arbeit.
Doppelt im Netz.